dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. Ich fahr zu und film euch, wenn ihr runterfahrt. Ja. Mit der Holzer hier kommen. Vorsicht, Radler! Vorsicht, Radler! Das bin ich nämlich. Warum ich etwas Buch? Danke. Kannst du, wie heißt das Hotel? Die Goldene Rose. Goldene Rose in Schlanders. Schlanders, genau. Prost. Genau. Ja, gut sah ich aus mit der Mütze. Gibt es in deiner Größe auch? Man muss die so ein bisschen schräg aufsetzen. Ja, genau. Ein schräger Typ. Aber vor Anfang an, gell? Ja. Unfreundlich, ohne Ende. Ja, du sollst jetzt so näher herkommen. Ein Häckl brauche ich auch nicht. Nah. Nahaufnahme. Ganz nah, ja. Passt. Guten Morgen. Also Depp, ein blöder Kerl ist das.
Nein, hier ist der letzte. Ja. Klasse, oder? Super. Ja. So. Das war nur ein Winter. Aber schön, dass das Wetter jetzt so mitmacht, gell? Das wird nicht besser. Ha? Meinst du? So ganz allein lassen wir nicht rutschen. Ja, was jetzt? Was macht ihr da? Jetzt haben wir wollen zwei Chefs sein. Ja. Gute Aussicht, gell? Wo wir lupfen die Bank daher, dann sind wir vier, drei Chefs. Ja, genau. Los, Chefs. Also, wo dann windet uns. Prost! Prost, Prost! Ein Bierchaos ist das damit. Zuwohl. Vor dem fallenden Gehege sind, gell? Ja, das ist ja gut. Also lass es schmecken, ne? Gut, danke, immer bald. Das ist richtig. Gut, Wolfgang. Mehr, viel mehr, viel mehr, viel mehr. Ja, das ist schön. Grüß euch, servus. 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 Aber du merkst, von Meter zu Meter wird es wärmer. Ja, ja. Aber schön jetzt, oder? Darauf. Keine Ahnung. Bin ich ein Schlanderer? Ja, schöner Hintergrund. Das ist die Kirche von Schlanders, oder?
Pass auf, der tut eure Scheiben immer reich mit. Gerhard, schau her. Was, wenn du da nicht sprichst, kommst du voll an die Scheibe hin. Ja, das macht nichts. Nein, hör auf, Gerhard, mit dem Schmarrn. Dass du meine Bremsscheibe ja, schau schon hin. Wenn du da nicht sprichst, kommst du voll an die Bremse hin. Schau hin. Jetzt ist alles in Ordnung. So, jetzt ein Jetzt haben wir schon so rum an dem Zeug. Ach du Scheiße. So, wir haben fahren wieder ins Hotel. Ja, wir können zurückfahren. Die schwätzen das an Zeug ein, die Beduinen. Das war das die Kameltreibern. Wir müssen jetzt halt mal einen Cappuccino trinken. Was hast du denn schon wieder Pfand? Ja, was ist das? Was kaputt gemacht? Pfand, lass halt Finger weg, das kannst du doch nicht. Ist was kaputt gemacht? Das ist das neue Postsystem, gell, Gerhard? So und dann. Aha. 100% geladen. 100% geladen. Da ist der Lade-Ding von der Halterung. Genau. Siehst du das? 9 Uhr, da ist ganz voll. 9:43 Uhr. Haben wir jetzt Uhrzeit, genau. Gut. Super. So, jetzt sind wir in Prag im Fallen Stifts Jochbo. 1900 Höhenmeter auf einmal. Ja. Komm gut. Leg mal das Bier. Bis jetzt geht's. Ja, okay. Grüß Gott. Kannst du nicht weiter aufmachen? Mein Name ist Kai Karakam. Ja, genau. Bitte die größere Entscheidung. Wollt ihr ein Foto machen? Ihr zwei? Ja. Super. Komm, wir machen es. Machen wir hier, Karl. Das ist der Ortler und das ist der Kitzi. Ein Wimpernschlag in der Geschichte. Schaut mal die einzelnen Zungen an da hier. Ja. Karl, wie ist es? Na, Turm! Wo steigst du denn? 10 Minuten noch. Hä? 10 Minuten noch. Wo? Oh, schau mal. Ja. Echt, oder? Gut, oder? Nein, ne? Ja. Ist fast leer. Fast leer? Ja. Ist fast leer. 60% noch. Über 60%. Ja, wunderbar. Die Frau ist schon tolle Aufnahme. Ja. Das hätte jetzt super geklappt. Mit Liebe Verstehe ich nicht, was war ich denn? Hast du nicht mein Akku? Achso, hast du gewechselt? Achso. Ich wollte einfach mal testen, wie lange das geht. Ja. Jetzt sieht man die Hütte fest. Und die Woche mindestens 1500. Du
habe es auch mal bei Google Earth habe ich mal gegoogelt. Da habe ich immer gesehen, es ist immer eine doppelte Fahrspur. Also anscheinend kommen die da öfter mit Geländefahrt. Ganz, wie schmeckt es dann? Hervorragend. Sagst du jetzt? Das erste Mal, dass du sagst, es schmeckt da. Ja, normalerweise ist es eine Sache auf der Hütte. Ja. Es kann schmecken oder nicht. Und es schmeckt. Schmeckt es nicht, es schmeckt. Mhm. Pommes sind hervorragend. Ist runtergesprungen, ist runtergesprungen. Wo ist der Plan? Der Schlecker von Sonthofen. Dort in die Flasche umgekehrt dann eigentlich. Es gibt so. Geradeaus. Geradeaus. Ihr habt warten müssen, oder werden jetzt zugefahren. Gerhard, könntest du von den Bikern was kassieren? Die haben keinen Helm auf. Der Almo einen gesagt hat, gell? Doch, doch, Schilling. Schlinning. Ah, Schlinning. Schlinning, 1,20. Schling. Das wäre jetzt der richtige Ort für ein Cappuccino.
die alte. Warten wir auf den Keil oder fahren wir weiter? Wir warten. Der Keil ist schon weiter. Herrlich! Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, es geht nicht. Hast du die Serpentinen nicht gesehen da? Die müssen wir auf. Da ist oben die Kante und da hinten ist ein See. Das ist ganz blöd, wenn da ein Haufen Leute laufen. Wenn du mal runtergefahren, da warst du nur am Bremsen in einem Mordschotter. Der letzte zahlt. Ein bisschen auf Zeit gehen, weißt du. Irgendwo haben sie eine weiße Farbe her gehabt. Super, Werner! Du lernst mit uns! Können wir uns gerade raussetzen? Das ist der Heidersee. Kurz vor dem Reschensee. Ich habe noch nichts gegessen. Scheiße. Großonkel, wie schmeckt er? Auf dem Wasser. Ich bin immer so dachgespannt. Bestimmt. Ja. An dem Kloster sind wir doch von dem Wald da rausgekommen. Von dem Wald sind wir rausgekommen. Thank you.
so kalt da. Aber du, ganz toll, da vorne Automat, acht Steckdosen für Elektrobike zum Laden. Müssen aber warten auf die anderen. Aha. Okay, machen wir doch hier alles unbedingt. Cappuccino, gell? Ja. Und wie viel Prozent hast du noch drin? Die kommt da hin. Ja, auf alle Fälle. Hallo. Ein Cappuccino bitte. Ja. Due. Schalten. So, jetzt sind wir auf der Stieralm. Stieralm? Ja. Tatsächlich. Ja. Die heißt normalerweise Gerhard Kitzelmann, die Stieralm. Der Stier bist du, Bub. Marillenkuchen. Marillenkuchen, oh, das schaut ja gut aus. Und ja, die Portion ist ja super. Ja. S2 ist so leicht. Aber gut, das hast du jetzt sehen. Könnt ihr aber dran, Kitzel, wäre was für dich? Der Schulterhersteller hat. S2. Da hast du schon noch Platz dazu. Da lassen wir schnell den Herrn vorbei. Sie auch, oder? Mir auch. Und dann kannst du drei Trainings. Ja. Wenn er das versteht, kannst du, muss ich es nochmal zur Sprache bringen. Ich bin da raufgefahren ganz normal mit Eco. Eco? Mit Tour. Und die Stadt ist. Das Problem ist, wenn der Hati sowas erzählt, das glaubt dann kein Mensch. Das ist wie beim Stromausfall, gell? Tolle Sache, gell? Ja, perfekt. Bist du wohl hier? Nein, ich will, das hört man sehr. Toll hier aber hier, gell? Ja, das erste Mal. Das ist ein Laser. Cool, ja. Das sind wir im Schatten drin. Genau. Ach so. Ja. Das ist gut. Das, ja, auf.
Ja. Jo? Ja, da ist er drüber. Wir sind da, wir sind ins Dorf. Da drüber kommen. In Po. Opo. Ketchup, okay. Ja, wo muss der Fluss hin? In Po. In Po. Ja. Der braucht es, der ist nötig. Ein alten behinderten Mann. Gut! Hammer!